Das im Sommer 2015 für Smartphones und Tablets erschienene Fallout Shelter gibt es jetzt auch für den PC. Wer noch nicht genug davon hat, unterwegs Hosentaschenbunker zu bauen, darf nun also auch daheim am Rechenknecht den Aufseher für die eigene Vault spielen. Oder heimlich im Büro, denn sind wir mal ehrlich, die Smartphone-Portierung erfordert jetzt nicht so furchtbar viel Aufmerksamkeit und läuft eher nebenher. Mehr als ab und an ein paar Klicks verlangt uns Fallout Shelter nicht ab. Unsere Vault startet ganz bescheiden mit ein paar Aufzügen und einer Handvoll Siedlern. Und die haben drei Grundbedürfnisse: Nahrung, Wasser und Strom. Also basteln wir fix und ganz ohne Wartezeit einen Generator, ein Diner und eine Wasseraufbereitungsanlage. Das Bauen kostet Kronkorken, die wir nebenher beim Spielen verdienen. Wir verteilen unsere künftigen Vaultbewohner ihren Special-Attributen entsprechend auf die Räume. Zudem schicken wir einen männlichen und einen weiblichen Siedler gemeinsam in ein Wohnquartier. Irgendwer muss sich schließlich um den Nachwuchs kümmern. Und ab jetzt machen wir vor allem eins: zuschauen und warten. Neue Räumlichkeiten wie eine Muckibude zum Krafttraining oder eine Werkstatt, in der wir Schrott in Waffen verwandeln, werden nämlich erst dann freigeschaltet, wenn unser Bunker über genügend Bewohner verfügt. Bis die ersten Babys schlüpfen und neue Ödländer anmarschieren, behalten wir daher in erster Linie unsere drei Rohstoffbalken im Auge. Klingt komplizierter als es ist, denn mehr als alle paar Minuten die erzeugten Ressourcen anklicken müssen wir nicht. Wer seinen ersten Mr. Handy abstaubt oder ihn gegen Bares kauft, erspart sich sogar das Anklicken. Der Hilfsroboter sammelt pausenlos alle Ressourcen auf einem Stockwerk für uns ein. Gelegentlich suchen kleinere Katastrophen die Vault heim. Hier hat ein Raum Feuer gefangen. Die Bewohner greifen automatisch zum Feuerlöscher und kümmern sich drum. Wir schauen zu. Furchtbar viel Schaden nehmen die Kameraden hier nicht. Zur Not regenerieren selbst hergestellte Stimpacks verlorene Lebenspunkte. Manchmal greifen auch Raider an. Die sind nicht weiter tragisch, wir haben unsere Bewohner bewaffnet und kurze Zeit später sind die Eindringlinge auch schon Geschichte. Auch hier erledigt sich das Problem praktisch von selbst. Die Kämpfe laufen wie das Feuerlöschen automatisch ab, wir sammeln hinterher nur die Beute ein. Ab und zu fallen auch Red-Kakerlaken über die Vault her, aber auch hier schauen wir im Prinzip einfach nur zu. Solange wir unsere Vault-Bewohner brav mit Waffen versorgen und sie im Notfall heilen, passiert für gewöhnlich nichts Schlimmes. Etwas spannender wird es, wenn wir jemanden aussenden, um das Ödland zu erforschen. Schicken wir einen einzelnen Vault-Bewohner auf die Reise, schickt er uns Abenteuerberichte und kommt im Idealfall lebendig und mit Beute zurück. Mit etwas Glück stolpert er auch mal über Abenteuergebiete wie diese Red Rocket-Tankstelle. Hier hat sich ein Raider-Anführer mit seinen Handlangern verschanzt und wir bekommen den Kampf zu sehen. Wer wenigstens 18 Bewohner im Vault hat, kann über den Aufseherraum Quests starten und Teams von bis zu 3 Charakteren auf Missionen schicken. Dabei klicken wir uns von Raum zu Raum, beobachten ein paar Kämpfe und sammeln Beute auf. Das macht tatsächlich Spaß, weil wir unsere Truppe mit besseren Waffen und Outfits versorgen können, die wir unterwegs finden. Das motiviert eine Zeit lang, für wirklich langen Spielspaß sind die Abenteuer aber zu primitiv und eintönig. Übrigens, die An- und Abreise bei Quests benötigt einige Minuten, später sogar Stunden oder gar Tage in Echtzeit. Die Wartezeit können wir mit ein paar Flaschen Nuka-Cola Quantum verkürzen, die leuchtende Brause finden wir in fast jeder Mission. Wer aber nicht danach suchen oder mit der Systemuhr tricksen will, bekommt Nuka-Cola Quantum auch gegen harte Euros im Shop. Dort gibt es auch Haustiere und Lunchboxen, in denen Kronkorken, ein Mr. Handy, seltene Vaultbewohner und andere Goodies stecken können. Die Lunchboxen bekommen wir gelegentlich auch so im Spiel, allerdings nur in homöopathischen Dosen. Fallout Shelter ist kein besonders schwieriges oder komplexes Spielen. Wir spielen es am liebsten locker nebenher beim Surfen im Web und genau dafür ist es gedacht. Spannende stundenlange Sitzungen, bei denen man wie gefesselt vor dem Bildschirm sitzt, gibt es hier nicht. Aber wozu auch? Wer sowieso schon am PC sitzt und ausgiebig Fallout zocken will, der spielt eben Fallout und nicht Fallout Shelter.